lang genug gedauert. Erst gestern wegen Nikolaus und dann nochmal heute Besuch. Jetzt wollen wir das Rätsel doch endlich mal lösen. Und das Finale genießen. Naja. Gut. Also. Wir stehen hier immer noch vor dem Rätsel, wie die Maske verschwunden sein könnte. Und naja. Wir wollen das Rätsel Lösung. Nur leider wissen nicht alle etwas über den Vorfall. Stimmt. Ein Mann, der klitschnass war. Warte mal. Gino. Kommt mir höchst verdächtig vor. Dieser Gino. Ah ja, die Rezepte der Henry-Brüder. Das gab's ja auch noch hier. So ewig eine Pause gehabt. Aber gut. Dem kann man wohl nicht schnacken. Das ist natürlich doof. Hier oben scheint auch nicht wirklich noch was zu sein. Lass uns doch Laparas fragen. Ach, sie hat keine Antwort. Ja. Ist halt die Frage, wen wir noch befragen sollen. Okay, ne. Das ist schon mal nicht. Eine Show. Ja, das wüsste ich auch gern mal. Ja, okay, was?
lustig. Aber welches Pokémon kann sich unsichtbar machen? Das ist... Das ist kurios. Du musst es doch wohlfühlen, Pikachu im Wasser. Oh, caramba. Ja, dann wollen wir doch mal. Dieses unsichtbare Pokémon, welches kann es sein? Gut, also wir haben. Das. Ach, das Steuern, ja, nee. Das ist jetzt echt schwierig. Welche Aussage sagt uns, wann eingebrochen wurde? Nee, das war es nicht. Ja, der Boden ist nass, natürlich. Das hätte man sich jetzt vielleicht denken können. Das ist jetzt echt nicht lustig. Ich war mir sicher. Sorry, ich muss hier gerade ein bisschen durchprobieren. Also doch das letzte. Gut, also wieder zurück in die Lounge.
Kecleon. Ja. Lol. Oh shit. Everyone, I have solved the mystery. I knew we could count on you, Tim. Please tell us who's behind this. Right. You got this. You know who did it. The one responsible for the missing item is a certain Pokemon. Pokemon? But how? The captain assured us that he didn't see anything. Right. Nothing suspicious entered or left the room. I'm afraid that you must be mistaken. No. I'm not mistaken at all. I'll tell you exactly how it went down. This specific Pokemon can make itself invisible, so the captain didn't see it. It snuck into the room with the captain and Nosepass and committed the crime while they were distracted. Then, what happened to my bag? The culprit still has your bag too, and is here in this room as part of this group. And so is the mysterious Pokemon. Tim, look carefully. You see it, right? I'll tell you the culprit. You, Gino. What? Is this a joke? I don't know any mysterious Pokemon. Absolutely ridiculous. Yes, you do. It's Kecleon, and it's right beside you. Boom. Oh, the mask! Is this some kind of joke? I don't know this Pokemon. And what is the mask doing here? Still trying to play innocent, aren't you? Tell him what we know, Tim. Gino, you boarded this ship for a reason. To achieve your goal, isn't that right? I don't know what you mean. I came for a vacation, not to achieve a goal. You sure about that? I think the reason you're here is for the secret auction. A secret auction? What are you talking about? Right here's the proof. A list of all the items offered. It has the Henri Brothers recipe book. Coincidence? This is what you really wanted, isn't it? Do you remember what you said earlier? You were close to recreating the recipes of the Henri Brothers? Recipes that were lost forever? That was a lie. You were counting on getting the recipe book, weren't you? What was I supposed to do, huh? I ran out of ideas for new menus. I need to amaze my customers, and that's a lot of pressure, all right? Gino, why? You were a genius chef. I never expected you to do something like this. No matter how talented you are, you'll get rusty if you stop trying to improve. Back to washing dishes for you. So Gino was the culprit, huh? Alright, I guess that case is closed. Sehr schön. Da kannst du ja mit dem anderen Rätsel weitermachen. Expect there to be a secret auction on this ship. I doubt I could get in wearing a hoodie. You know what? I'll go investigate. I brought a dress for conducting the interviews. What? I can't let you go alone. It's too dangerous. Don't worry about me. I'm used to getting scoops. What? If only we could get past the dress code. It sounds like it's a suit you need. Maybe my husband's jacket will work for you? Are you sure? But it must be very special to you. Oh, it's fine. I'm happy to help you out. That's so nice of you. Lucky you, Tim. What? What the fuck?
nice to hear, huh? The suit's more classy than you are, but hey. Oh, you're a very handsome young man. Oh, yes, Pikachu, this is for you. Huh? What's that? Ooh. Pikachu, it's Ty. Miss Rose, thank you so much. Ja, okay. Dann ab zur Auktion. Wir haben ja sonst nichts zu tun gerade. Was? Shady. It's not true. You're very rude. These goons wouldn't know style if it hit him over the head. Tim, show him our tickets. Here you are. Yes, sir. Thank you. Yes. Very good. Please put these on. Gut. Looks like Keith hasn't arrived yet. Yeah, no sign of a guy with a ponytail. What's with the bizarre atmosphere of this place anyway? Tim, over here. Wait up, Pikachu. Amelia, be careful, all right? Yeah. I'll let you know if I see anyone suspicious. Thanks. All right. But at least these masks should keep our identities somewhat hidden. Naja. Coming for you, Keith. Soon. Das Problem ist allerdings nur... Hey, Tim! Das Rätsel war jetzt schon sehr komplex. Jetzt müssen wir aufpassen. Was wir hier tun. Über die Auktion, bitte. Aha, okay. Auktionsgüter! Was hat man da zu? Ja, die Liste, die Quabbel gebracht hat, da steht alles drin. Aber uns interessiert nur etwas Einzigartiges. What the fuck? 90 Millionen? What? Seid ihr serious? Ist das nicht ein bisschen viel? Aha, okay. Noch zwei andere Artikel vor, ja. Ja, einfach dieses Shit ersteigern, ja. Einfach diesen Shit ersteigern. Skelabra. Ist mir ein relativ unbekanntes Pokémon.
Es bewundert eine Kette, aber es will auch nicht weg, ne? Wir müssen das irgendwie weglocken. Gut, ja. Wie können wir es weglocken? Ob das funktioniert, ich bin überfragt. Oh Gott. Was? What? Dieses Pokémon ist seltsam. Sehr schön. Dann haben wir den schon mal weggelockt. Die Höhe des Geburts. Also Leute, ich sag's mal so, Finger weg von Auktionen, ja. Sowas ist meist gefährlich. Wie man es an diesem Spiel wunderbar erkennen kann. Ah ja. Ah ja. Und warum nicht? Wenn ich mal so fragen darf? Ah ja, die Konkurrenten findet man in der Nähe der Vitrinen. Sehr interessant. Bitte was? 10 Millionen? Jetzt platzt mir plötzlich der Kopf. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee sein wird. Persönlichkeit der Konkurrenz. Natürlich. Die Frage bleibt natürlich nicht weg, ne? Hätte ich mir denken können, dass diese Frage kommt. Aber gut, es ist das 8. Kapitel von 9. Da kann man sich ja schon denken, dass es so wird, wie möglich gemacht wird. Also gut, die haben wir jetzt ordentlich unter die Lupe genommen. Zeit für den nächsten. Okay, seltsame Geräusche gehen vor sich. Ach, das ist das Vieh da unten. Ja gut. Dieses Vieh. Ja, und wie komme ich jetzt hier raus? Danke. Gut, die Auktion bitte. Ja. Also so wichtig sind die Informationen, die sie hier geben, nicht wirklich, ne? What the fuck? Also,
Über mir bildet sich gerade ein großes Fragezeichen, ja. Das Kochbuch der Henry-Brüder natürlich. What? Dieses Pikachu hat echt überaus krasse Fähigkeiten. Als ob das ein wichtiger Anhaltspunkt wäre. Ach man, dieses Game, ey. Das macht mich wahnsinnig. Persönlichkeit der Frau. Hä, was? Warum ist das alles so wichtig? Das ergibt keinen Sinn. Nech. Ah ja. What? Alles klar. Hohe Einsätze, ja. Kopfschüttel. Aber gut. Weiter geht's. Der Cape des Meisterdetektivs. Das kann ja nur der Cape von Harry sein. Okay, warum will ich über das Budget eines jeweiligen Bescheid wissen? Ergibt für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Was will das Vieh? Rockguy. Ah ja, es passt also auf die Garderobe der Gäste auf, ja. Ich sag's mal so. Seltsame Sachen gehen hier vor sich. Und er... Er labert immer noch über dieses Ohrring-Gedöns. Ah ja. Oder muss los. Gut, eigentlich haben wir jetzt mit jedem geschnackt. Schön. Dann begeben wir uns mal auf unsere Plätze. Dann mal losgeschnackt hier. Als erstes der Cape. Wir haben 90 Millionen, ja. Wir müssen bedenken, wir müssen auf dieses R achten. Also dieses R-Zeugs. Also lieber kein Gebot auf den Cape. Any more bidders? Ich sage nein. Any more bidders?
There's not much time left. Wie ich schon sagte, nein! Wir sind auf was anderes aus. Was als nächstes? Die Rezepte der Henry-Brüder? Startgebot für 15 Millionen. What the fuck? Solche Aktionen sind normalerweise eigentlich illegal, aber wenn es zum Spiel gehört, dann gehört es zum Spiel. Dieses Huhu ist wirklich seltsam. Ja, ich... Da ist er, Keith. Welcome everyone. I have a very special item to offer you. This is the astonishing chemical. It will draw out the full power of your Pokémon. Not only will R give your Pokémon tremendous power, but it will leave behind absolutely no trace at all once its effects are over. Perhaps some of you in the audience will recall the accident that happened a year ago at Fine Park. That accident was in fact caused by R. Wir müssen Keith aufhalten. Alright, Tim. Now. Excuse me, a question. If you use that chemical, is it possible to cause crimes without being caught? Well, of course you could. Oh, that sounds like false advertising, Keith. What? Tell me who you are! So we meet again, Keith. Now, coming with us! Jetzt haben wir den! Wen denn so die halbe Portion, ja? Nein. Pion Skora. Was willst du? Fange Kief. I've been waiting for you, Detective. What? I want to show you what R can do. Oh,
mit voller Kanne. Nein! Huafen hier! Nice try. She keeps getting in my way. Diver! Diver! Scrooby, get over here. Scrooby. Oh, no, you don't. Scrooby! What the fuck? You? What are you doing? Not getting away this time, Chief. How dare you? Let go of me. Timing. Alles nur Timing. Thank you, Chandelure. Thank you for the rescue. You're welcome. Tim, that was great work. That's so cute. Even Pikachu was worried about you. What's she talking about? You shouldn't be so reckless. You scared me. I'm sorry. Okay. Er sollte mittlerweile Profi sein, ja. Mm-hmm. Well, I'm glad you were able to capture him. Good job, Tim. We really appreciate your help. Thanks to you, the whole R case can finally be closed. Nicht ganz. We weren't more help to you, but you brought peace to the city. Thank you. But what about? Ah, you're wondering about Harry. Don't worry, we're still looking. You'll know as soon as I do. I promise you that. Thanks. Hate to disappoint you, but you won't be getting any information out of me. What do you mean by that? How am I supposed to know something about a guy who went and got himself into an accident? I can't imagine he'd be alive after going off that cliff, though. Don't listen to him. I survived it, and I'm sure Harry did too. Oh, Tim. Go. Take him away. Well, I hope you all enjoy the exciting parade. Genau. Die Parade ist sein Ziel gewesen. Aber es gibt noch eine höhere Person, die dazugehört. Noch ist es also nicht vorbei. Kapitel 9 erwartet uns noch. Klar, es bietet noch mehr. Es ist ja nicht so, als wäre das schon genug bietet sein. Destroy everything regarding R. And now I fulfill my end.
No, not yet. Some of my cells are still out there, somewhere. Really? How do you know that? What do you mean, somewhere? That I cannot say. You too. What the fuck must do you need to? I must destroy them with my own hands. Whoa, calm yourself down. Humans cannot be trusted. I have told you this. It seems you have forgotten that as well. I never heard anything like that before. Oh yeah, I knew you were the tedious type. I would say that all of you are the tedious ones. I will simplify. Alles klar, Mewtwo. Ganz ruhig. You stopped me back then as well. The real you, that is. What? You were the one who told me that the human world could be tedious. Which is why I trusted you to take care of things for me. Ah ja. It seems that there are some. Alles klar, Mewtwo. WTF? Aber scheinbar. Ja. Es gibt noch Mewtwo-Zellen da draußen. Und das beim Finale. Finales Kapitel, Kapitel 9. Immer noch nicht. Sag mal, wie lang ist Kapitel 8? Hm. Drehanweisung fürs Festival, hm? Ja, von Gene in Live-Übertragung abgedeckt. So, Form gibt's halt 3 Stück. Flüssig, Gas und Kapsel. Ja, okay, ansonsten... Und das Festival wird genau dort sein, in der Stadt. Und zwar in der Mitte der Stadt. So viel weiß ich noch. Oder so viel weiß ich auf jeden Fall. Aber Gino hat tatsächlich GNN komplett ausgenutzt, um R freizusetzen. Ja. Und das wäre schlecht, es in der Mitte der Stadt zu machen. Of course,
planning to disperse are during the parade. Ooh, that would be a disaster. But how do they have GNN information? Keith shouldn't know any of this. Good question. Could it be that someone inside GNN is working with Keith? Impossible. For now, let's focus on what we can do. Yeah, you're right. I wish we knew where they're going to disperse are. Let's figure it out from the camera locations and the parade route. Baker can get that information for us. Perfect. Sir, could we use your radio, please? Sure. Ja, da ist es abgeschlossen, Kapitel 8. Endlich. Und damit zum Finale. Pokémon Festival. Da ist die Parade. Und ich verstehe wieder nicht, warum das so gespult ist. Aber gut. Laut momentaner Zeitpunkt ist Detektiv Pikachu nur bei okay und nicht auf perfekt. Kann man nichts machen. Hauptsache ist es spielbar. Erstmal zum Büro. Mr. Baker, did you find that information? Yes. Parade route and a map of the city, that right? It's all here. Come take a look. Thank you so much. Oh, thank goodness. That's the Baker Detective Agency for you. They don't waste time. Here's what we know. From these documents and your information, we should be able to deduce where the culprit plans to release are. Right. Perfect. Let's do this, Tim. Yeah. Let's take all the information that we got from Baker, put it together with what we've gathered, and figure out where the culprit plans to disperse are. Gut, wo ist die Tafel, wenn ich mal... ja, seltsames Pokémon. Danke. Kommt mir alles so seltsam vor, ja. Versteht mich nicht falsch, aber irgendwas Seltsames ist da im Busch noch. Gut, untersuchen wir mal die Karte. Das letzte ist wohl richtig. Wir brauchen die Drehorte. Fünf Stellen. Drei Stellen, also fünf Stellen also. Hm, aber in der Mitte
geht am meisten ab. In der Mitte geht am meisten ab. Na wo wohl? In der Mitte. Also los geht's, Zentralplaza. Jetzt geht die Action ab. Zentralplaza. Dann wollen wir mal. Es bleibt nicht viel Zeit, das Ganze hier durchzulesen. Alle nichts Wichtiges, was uns weiterhelfen könnte. Du stehst einfach nur da. Du suchst ja gar nicht mal richtig. Okay, da geht's rüber auf die andere Seite. Wollen wir noch nicht? Master. Ja, also schon wieder hier am Start. So, der Geruch von Air, ja. Volbeat? Sagt mir nix, aber okay, rote der Volbeat.
Okay, der hat nichts Wichtiges. Dann weiter im Text. Einige Minuten später, ja. Dekorierende Mitarbeiter. Toller Hinweis. Danke. Ein sehr toller Hinweis. Sehr verdächtig. Polizist. Die steht ja auch einfach nur da. Das hilft alles nichts. Also wichtige Informationen gibt es hier wohl kaum. Mikro. Joa, voll bei der Sache. Okay. Die reden alle über die Parade. Das muss doch nicht wohl sein. Und ist der Typ gerade durch mich durchgelaufen? Oh, nee. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist das? Das ist Wolmeat? What the fuck? Aha, Versammlung auf dem Plaza. Witzig. Okay, da geht's nur auf die andere Seite wieder. Anjan Mara. Gut, sind wir wieder oben, ja? Ja, die bringen irgendwie gar nichts. Danke. Oh, da war noch was. Lol. Sehr interessant. Snacks. Auch das noch. Warum will ich etwas über diese Treppe wissen? Naja. Macht keinen Sinn. Die Luftballons. Er ist Flüssigkeit. Das könnte
Kann ich denn jetzt Snacks sein? Und die Kapselform? Ja, keine Ahnung. Okay, dann suchen wir doch mal nach dem richtigen Ballon. Probieren wir erstmal hier. Hier scheint wohl erstmal nichts zu sein. Okay. Suchen wir nach dem richtigen Ballon. Hier sind überall Ballons. Aber hier scheint wirklich nichts zu sein. Warte. Warum spielen die hier verrückt? Das wüsste ich jetzt mal gern. Aha, da haben wir die Luftballons, ja. Damit wird das Gasförmige schon mal gefunden. Oh. Tun Sie nicht so, Roger. Sie sind doch sehr verdächtig. Dieser Roger ist mir zu verdächtig. Er weiß die ganze Zeit schon Bescheid. Lustig. Hä? Was ist denn jetzt? Warum wurde ich jetzt dahin teleportiert? Ich wollte doch noch das andere Zeugs untersuchen. So. Jetzt darf ich also wieder nach unten laufen, ja? So ist es also. Aha, hier. Aber es fehlt noch eine Form. Wir schnappen uns den. Ja, Zaun im Weg. Danke dafür. Ey, er ist doch da vorne. Thank you.
Oh Mann. Ja, moin. Ja, Moment. Das war aber nicht alles er, oder? Nicht wirklich. Es gibt noch eine vierte Stelle. Oh, weia. Wir müssen die vierte... die Verbindung. Per Telefon und per Brief. Okay, was? Der Drahtzieher. Ach komm. Als ob der nicht bekannt ist. Gute Bezahlung, natürlich. Jeder würde für eine gute Bezahlung sowas tun, ne? Ja, ja. Verstehe schon. Was ist los? Was? Auf dem Platz mit dem Springbrunnen, ne? Eigentlich noch die einzige Möglichkeit. Ich verspüre, dass es da hinten sein wird. In diesem Gebäude hier. Dieser Fall ist echt kurios. Naja, mal sehen, wie Meisterdetektiv Pikachu Teil 2 wird. Aber nun ja. Wir müssen es abstellen. Amelia, there's not much time. Could you contact Inspector Holiday? We'll try and see if we can stop this machine. Yes, absolutely. I'll make sure to get him here right away. Please be careful. Wir wissen doch alle, dass Roger der Drahtzieher sein wird. Deaktiviere die Maschine. Definitely put some effort into making this thing. Come on, let's disarm it. You know how to do that? I think I've got the basic idea. I know how to handle most varieties of machinery. So, let's do it. First, we need to take out these screws. Are you sure? Trust me, I don't call myself a great detective for nothing. Schrauben wir also das Ding auf. Ah,
the time! Don't panic. This is... Taylor, I've got it. The machine will stop if we push the four buttons in the order they line up. First, press the red button at the center, the one that's lit up. Phew. It stopped? Yeah, we're safe now. You did it. You really did know how to disarm that machine, Pikachu. Yeah, they had an article about this stuff in last month's Detective Journal. What? Detective Journal? Yeah, that was a joke. Police what? Dein Ernst, Pikachu? All right. Time for a final thought. In all the cases we've solved, there was one where Keith tried to directly cause you harm. Which one was it? Gute Frage. Vorfall bei GNN. Yeah, that's right. You were involved in an accident that was all set up by Keith. But in order to cause that accident, Keith needed time to prepare beforehand. So how do you suppose he was able to do that? Is there a clue that can let us know? Nein? No, that's not right. Sorry, wenn ich jetzt hier gerade rätseln muss, aber irgendwie... Between Keith and the mastermind. Stimmt. You know, Keith was the only one we told that I'm not able to use any moves. So, the person with that information has got to be the mastermind behind all this. And that can only mean... A what? That's brilliant! The culprit is... Roger! Lil... WTF? We need to let everyone know. Yeah. Why are you in such a hurry, Tim? Uh-oh. Roger. Oh, no. Amelia. She's filled me in on what you're doing. I understand you've captured Keith. And
And now you've managed to wreck my machine. That's quite an accomplishment. Tim, don't bother with me! Just... Listen up. Open the valves on both sides of the machine and start it up. Roger. How can you do something like this? Just get moving. Let go of me! Just need to turn this handle, right? Right. You completely destroyed the circuitry, but it can still be activated manually if you open the valves. Clever of you to have a failsafe. By the way, why smuggle R in the first place? Are all detectives this inquisitive? To seize control of the world. For starters, I need to make GNN the most influential TV station in this city. What? Why are you targeting the carnival? Less talking and more turning. But I suppose this will be our last conversation, so I might as well say. It's because I'm gathering data for all. There aren't a lot of opportunities where so many Pokemon are in one place. Besides, if GNN gets the scoop on the chaos, it'll help our reputation that much more. Dieser Typ gefällt mir gar nicht. And once I accomplished that and GNN was in my power, I could use it to control all the information in Rhyme City, meaning this city is mine to rule. But of course, a plan like that needed money, you know? Wrong. What's wrong is you two interfering in my plans. I have Mewtwo cells, fortunately, so I can make as much R as I need. Anyway, das sind die falschen Zellen, Mann. Emilia, over here, hurry! Blast! I let my guard down this time, but your Pikachu can't use electricity now, can it? Which means you are no match for me. Noivern, come! No! No! Hold on. Huh? What? His eyes are red. He must have used ours. I'm not sure. It seems too calm. Very good, Tim. So what do you think of the new and improved dog? What do you mean? This new version allows the Pokemon to recognize its partner. Do it, Noivern! Yeah! Oh, it's going to break the tape! Not so fast! What the fuck? Was machst du? Pikachu, what the fuck? Button smashing! Das war's. It's over. You did good, Tim.
Fall abgeschlossen. Let's go. Who knows what would have happened if it weren't for you guys. Your help is much appreciated. It's an honor. But you know, we also had an awful lot of help too. It was your detective work that saved the day. I'm so surprised. I never expected him. But if you told me that it was Mr. Graham, now that I could have believed. Thank you, Mako. You know I can hear you. Alles klar. Bitte mal weg. Here you are. Just like I promised you. Indeed. Thank you. So, that means it's my turn. We don't have much time. Have you decided on which one to choose? Yeah, I've made up my mind. So be it. Pikachu, what's wrong? Mewtwo. There is no need to worry. Pikachu is only asleep. He will awaken in time. Hold on! Your father, Harry, is still alive. You will find him eventually, provided you do not give up. What the fuck, Mewtwo? Ja, geiles Rätselspiel, aber es hat hier und da seine Macken. Schön, dass es vorbei ist. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. What's up, Pikachu? What? What's going on? Don't you understand me anymore? Pushed yourself too hard yesterday to save me? Look at you. What? I got you. That's not funny. No, that wasn't good. Don't let something like that upset you. You're a detective. I'm not upset. I knew it was just a prank. Oh, did you now? Well, get used to it. I'll be taking care of you. Why? Taking care of me? Well, what's next? Searching for my father. Hopefully, the great detective Pikachu is my partner. All right, now you're talking. Let's go, Tim. Yeah. Krach. Und damit die Credits. Joa. Das Spiel hat ganz schön reingehauen. Mal gucken, wie der zweite Teil wird, der nächstes Jahr rauskommen soll. Oder übernächstes Jahr. Mal sehen. Und naja, war auf jeden Fall lustig.
dennoch hier und da seine Macken. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Genießen wir die letzten Bilder, die da erscheinen. Und dann sehen wir morgen uns bei Pokémon Schwert wieder. Für die 7. und 8. Arena. Bye. Uiuiui, ganz schön lange Credits, kann das sein? Naja. Wahrscheinlich geht man jetzt nochmal das komplette Spiel durch. Aber, naja.
die ganzen QAs, ey. Oh mein Gott. Manual Editing. Ah ja. Dauern, ey! Und ich kann es auch nicht wegdrücken, ne? Ah, geiles Bild. Ja moin, wie viele haben denn bitte da dran gearbeitet? Geht doch. Ne, also, bis morgen mit Pokémon Schwert. Ciao.